Das Flexradio 6400M ist momentan für rund 4100 Euro im Handel erhältlich. Flexradio, oder eher gesagt Flex, eine Marke, die nicht unbedingt jedem bekannt ist. Und genau deshalb werfen wir heute einmal einen Blick auf ein Gerät dieses Herstellers. Wir schauen uns einmal die Vor- und Nachteile des Gerätes an und gehen dann auch noch einmal so ein bisschen auf das Preis-Leistungs-Verhältnis ein. Lohnt es sich, dieses Gerät zu kaufen? Für wen lohnt sich dieses Gerät? Anbei sei dazu gesagt, dieses Gerät und das Schaltnetzteil, diese beiden Sachen wurden mir freundlicherweise von Funktechnik Date zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank. Im Video werde ich einmal auf einen Gutscheincode hinweisen, mit dem ihr einen Rabatt bei dem Kauf des Flexradios 6400M erhaltet. Beginnen wir zuerst mit den positiven Aspekten des Funkgerätes oder Transceivers, muss man ja sagen. Also der Transceiver, wir sehen erstmal hier, hat ein wirklich riesengroßes Display, 8 Zoll Display, das ist gestochen scharf mit 1080p aufgelöst in etwa, Full HD. Und wir haben außerdem hinten an der Rückseite auch noch einmal einen HDMI-Anschluss. Auf die hinteren Anschlüsse kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Dann hat das Funkgerät, das muss man wirklich sagen, wenn man jetzt das Gerät mit dem IC7300 vergleicht, der wird ja jetzt so als Einsteigerklasse bewertet, als Einsteiger-SDR-Klasse bewertet. Und wenn wir das mal vergleichen, dann haben wir hier einen deutlich, also wirklich deutlich ruhigeren und angenehmeren Empfänger. Wenn man jetzt sich gerade die Audio beim 7300 anschaut oder anhört, dann stellt man fest, dass wir dort ein relativ, wie soll man sagen, aggressives Rauschen vernehmen kann, das so ein bisschen unangenehm auch wirkt. Und hier haben wir eher so ein sanftes, ruhiges Rauschen. Und insgesamt scheint der Rauschteppich dadurch auch niedriger zu sein. Und wir können dementsprechend auch andere Stationen, gerade im Grenzbereich, besser verstehen. Dazu trägt auch bei, gerade bei stärkeren Nebensignalen, dass das Funkgerät einen Roofing-Filter dritter Ordnung hat, so rum. Dieser Transceiver kann das dann auch aufnehmen mit den höherpreisigeren ICOM-Geräten, wie zum Beispiel dem IC7700 oder eben auch Geräten, die eben in einer etwas höheren Preisliga sogar noch spielen als dieses Flexradio 6400M mit seinen ungefähr 4000 Euro. Ein Nachteil des Flexradios ist, dass es kein WLAN-Modul eingebaut hat. Das ist schon etwas verwunderlich angesichts der Tatsache, dass das Gerät über 4000 Euro kostet und sich als SDR-Radio der Superlative sozusagen rühmt. Das ist ein bisschen schade, denn es funktioniert auch über WLAN. Dazu benötigt man allerdings eine WLAN-Bridge, eine WLAN-LAN-Bridge, denn das Flexradio hat hinten einen LAN-Anschluss und wir müssen dann entweder einen alten Router benutzen oder einen WLAN-Repeater, der dann das Signal entsprechend über LAN umsetzen kann. Das habe ich gemacht. Konstellation sieht so aus, wir haben eine Fritzbox 7590, dazwischen ist noch ein Fritzbox Mesh Repeater und dann kommt noch einmal ein D-Link Repeater, der als Bridge fungiert. Das heißt, wir haben nicht mal eine direkte WLAN-Verbindung zum Router, sondern wir haben dazwischen sogar noch einen Repeater. Jetzt denkt der eine oder andere, meine Güte, das hört sich echt nicht gut an, das sind nicht die besten Umstände und trotzdem ist die Latenz ständig unter 10 Millisekunden und bewegt sich so im Bereich von 4, 5 und manchmal geht sie hoch bis 19 Millisekunden. Also das ist wirklich sehr gut und das läuft stabil ohne Verbindungsabbrüche und das über WLAN. So, und wenn man den Transceiver jetzt auch noch über LAN anschließt, dann ist das absolut ausfallsicher. Wir haben eine wirklich ausgesprochen geringe Latenz, die sich gerade beim Arbeiten am Computer dann ja auch bemerkbar macht. Wir können dort schön mit der Maus, ich habe das in einem weiteren Video schon mal gezeigt oder vorherigem Video, ich verlinke euch das einmal oben rechts. Dort könnt ihr einmal sehen, wie die Flexradio-Software Smart SDR ungefähr zu bedienen ist. Das sieht wirklich gut aus, es reagiert schnell. Was man dazu sagen muss, sowohl in der Software am Computer, die im Wesentlichen auch dem Interface hier entspricht, das ist nämlich auch Smart SDR, dass wir dort eine nicht ganz so intuitive Bedienung haben, wie wir das zum Beispiel
ich nenne jetzt einfach mal ICOM nochmal, wie wir es von ICOM kennen. Wir haben hier gerade etwas weniger Knöpfe. Das sieht insgesamt übersichtlicher aus. Das Gerät trägt ja auch den Namen SDR Radio, ist darauf spezialisiert und dementsprechend versteckt man mehr in Menüs. Besonders hervorhebenswert ist die gute Zusammenarbeit zwischen WSJTX und SmartSDR. Wir haben hier eine relativ einfache Einrichtung, eine stabile Verbindung. Da gibt es noch so ein kleines Tool, das nennt sich DEX und damit wird eben die PTT gesteuert. Die Audiokanäle werden auch zur Verfügung gestellt. Wir haben entsprechend dadurch, dass wir einen Multi-Benutzer haben, also mehrere Benutzer, die wir hier einrichten können, können wir auch mehrere Audiokanäle haben. Wir haben also mehrere Empfangskanäle, Sendekanäle und das lässt sich ganz einfach einrichten, dass wir dann WSJTX machen können, aber eben auch ganz schnell umschalten können am Computer wieder zu SSB. Das heißt, wir müssen dann nicht die gesamte Konfiguration ändern, sondern zwei Knopfdrücke machen, Schalter einen ausstellen und dann sind wir wieder im normalen SSB-Modus. Eine weitere nützliche Funktion ist der Multi-Operator-Mode, also der Mehr-Benutzer-Modus. Wir können also hier mit bis zu zwei Personen gleichzeitig, Benutzern gleichzeitig auf dieses Gerät zugreifen. Das heißt, zwei Personen können gleichzeitig hier empfangen. Oder zwei Personen können, einer kann empfangen und der andere kann senden gleichzeitig. Das ist gerade im Remote-Betrieb, das heißt, jemand kann hier direkt entweder vor dem Gerät sitzen oder beide Personen können, entweder einer zu Hause oder beide von unterwegs, beide von zu Hause, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Wir können natürlich auch aus der Ferne, also wirklich richtigen Remote-Betrieb machen und dort entsprechend auch mit zwei Personen zugreifen. Ist unter Umständen dann auch interessant, wenn man hier ein Web-SDR eröffnen möchte, dort einen Benutzer haben möchte und gleichzeitig aber auch noch Zugriff auf das Gerät hat. Dann kann man sich natürlich als TX-Benutzer hier anmelden und kann dann einen weiteren Hörer sozusagen hinzufügen. Bevor wir uns die Rückseite anschauen, gehen wir noch einmal über zu ein paar negativen Aspekten. Also das Display, das schaltet sich leider nicht automatisch ab. Gerade im Remote-Betrieb kann das störend sein, wenn wir zum Beispiel außer Haus sind oder das Gerät eben hauptsächlich zum Fernbetrieb nutzen, dann bleibt das Display ständig an. Das kostet nicht nur Strom, sondern kann auch unter Umständen störend sein, wenn das Gerät in einem Zimmer steht, wo man keine Beleuchtung haben möchte, gerade dann auch nachts. Das ist ein Punkt, den man ganz einfach durch Programmierung ändern könnte. Das hat Flex Radio bis jetzt noch nicht getan. Es ist aber denkbar, dass man dort entsprechend noch einmal einen kleinen Menüantrag hinzufügt. Das wäre ja überhaupt gar kein Problem. Dann haben wir für den Preis, nicht nur für den Preis, auch für geringere Segmente, einen wirklich schlechten Lautsprecher. Wer sich dieses Flex Radio kauft für 4.100 Euro, der sollte auch einkalkulieren, einen externen Lautsprecher zu kaufen. Voraussetzung ist aber, dass man mit diesem Gerät auch vor Ort Betrieb machen möchte und nicht sagt, ich mache einen totalen Remote-Betrieb, der Lautsprecher ist mir egal. Denn wenn ich vom Computer aus arbeite und habe dort zum Beispiel hochwertige Studio-Lautsprecher, kann ja sein, dann ist es mir natürlich egal, was hier für ein Lautsprecher verbaut ist. Dieser Lautsprecher wird eher dem Anspruch gerecht, einfach nur mal ein Signal abzuhören. Ja, wer da mehr möchte, der sollte in einen guten Lautsprecher investieren, denn man hat hier wirklich einen guten Empfänger und um das auch ausspielen zu können, sollte man sich sowieso einen guten Lautsprecher kaufen. Und das weiß man von Flex Radio auch ganz genau. Wir haben hier einen 160 Meter bis 6 Meter Transceiver. Das heißt, wir können hier keinen 4 Meter Betrieb machen. Wir haben hier einmal den Transceiver an sich und vorne haben wir noch einmal ein Windows-Tablet. Und auf diesem Windows-Tablet läuft die Software SmartSDR. Genauso wie am Computer, nur im Vollbildmodus. Und wir haben hier vorne das Tablet als Client und drin haben wir dann sozusagen als Server, als Host, den SDR-Teil nochmal mit eigenständigem Betriebssystem, der völlig abgekoppelt von dem Windows-Tablet ist. So ist das Funktionsprinzip. Und wir können trotzdem das Gerät nicht fernab und anschalten. Und ein kleiner Kritikpunkt, wenn wir ein ganz schlechtes SWR haben, da gehen wir jetzt aber auch eher, muss man auch jetzt fairerweise sagen, in den Bereich Fehlbedienung. Dann kann es sein, dass sich der Transceiver notabschaltet. Er startet dann aber nicht mehr neu.
Das heißt, passiert mir das aus der Ferne, passiert mir das aus dem Urlaub und der Transceiver geht einmal aus, dann kann ich ihn nicht mehr starten. Das kann unter Umständen sehr ärgerlich sein. Da muss man sich überlegen, ob man da irgendwie mit einer Eigenlösung was zurechtbasteln kann, sodass der Transceiver dann aus der Ferne wieder gestartet werden kann. Möglicherweise über ein zweites System, das hier auf den Schalter zugreift und dort einmal einen kurzen Impuls gibt, zum Beispiel über einen Raspberry Pi. Das ist möglich, aber hier eben von Haus aus nicht. Kommen wir jetzt zur Rückseite. Ganz kurz noch, das ist hier das Semlex-Schaltnetzteil. Das bietet 25 Ampere Dauerstrom, ist für das Flexradio absolut ausreichend und es erzeugt keine Störungen. Gut, jedes elektronische Gerät erzeugt Störungen, ne? Bevor jetzt wieder jemand kommt und mir da ein Bein stellen möchte. Aber dieses Gerät erzeugt keine nennenswerten Störungen. Es läuft gut. Hinten ist ein ganz kleiner, leiser Lüfter eingebaut, den man gar nicht hört, also wirklich gar nicht hört, vor allen Dingen nicht neben dem Flex Radio. Hier ist auch ein Lüfter eingebaut und der ist nicht unangenehm laut, aber dominanter, sagen wir mal so. So, und jetzt kommen wir zur Rückseite. Insgesamt haben wir hier zwei PL-Eingänge bzw. Ausgänge. Hier können wir zwei Sende- und Empfangsantennen anschließen. Und dann haben wir hier noch einmal einen reinen Empfangseingang mit BNC-Anschluss. So, und die Besonderheit hier hinten ist, dass wir extra einen Transverter-Ausgang haben, der also eine ganz besonders niedrige Sendeleistung zur Verfügung stellt, sodass wir hier extra einen Transverter mit entsprechend niedriger Sendeleistung ansteuern können. Was bringt uns das? Gerade beim 7300 von ICOM besteht das Problem, dass aus dem PL-Anschluss kurzfristig beim Auftasten hohe Sendeleistung rauskommt. Nur für ein paar Millisekunden, dann regelt das Gerät ab, aber so werden Endstufen zerstört und auch Transverter beschädigt. Und deswegen gibt es hier einen sicheren Transverterausgang mit niedriger Sendeleistung, sodass wir hiermit dann auch 2,70 Meter QU100 Betrieb machen können. Dazu passend auch die Frequenzstabilität von 0,5 ppm. Das ist relativ gut. Dann haben wir daneben noch den HDMI-Ausgang, zwei USB-Anschlüsse, den LAN-Anschluss. Hier jetzt gerade verkappt. Eine GPS-Antenne können wir nicht anschließen, weil wir das Modul nicht dazu gekauft haben. Wir haben hier optional noch die Möglichkeit, dass wir eine GPS-Referenz hier verbauen können. Hier wird dann die Antenne angeschlossen und diese GPS-Referenz liefert dann nicht nur dem Flexradio das Referenzsignal, sondern wir haben dann auch noch ein 10 MHz Ausgangssignal, so dass wir dann zum Beispiel einen Transverter anschließen können. Ansonsten haben wir bei bestehender Referenz hier einen Eingang. Hier können wir die 10 MHz Referenz anschließen. Ansonsten haben wir hier so die gängigen Anschlüsse. Hier noch einen Anschluss für Zusatzgeräte und ansonsten hier noch ein Powerpole-Anschluss und das ist es soweit von der Rückseite gewesen. Das waren jetzt erstmal relativ viele negative Aspekte. Man muss dazu aber auch sagen, dass das erstens Meckern auf hohem Niveau ist und zweitens sind das Punkte, gerade mit dem WLAN, wenn man das weiß, mit der Netzwerkkonfiguration, wenn die fehlt, dass er nicht richtig arbeitet, wenn man das auch weiß, dass man dementsprechend schon mal so vorgehen kann, dass man diese Fehler vermeidet. Auch das mit der Sache, dass die Antenne, dass das Funkgerät sich abstellt, wenn wir eine Antenne haben, die wirklich absolut schlechtes SWR hat. Das sind so im Grunde genommen aber auch Sachen, da geht man von aus, dass man seine Antennenanlage in einem ordentlichen Zustand hat. Kurzum, wenn wir hier ordentliche Voraussetzungen schaffen, dann sind schon einmal oder dann fallen schon einmal eine Reihe von Problemen weg. Die haben wir dann nicht mehr. Und letztendlich bleibt auf der anderen Seite, dass wir hier einen wirklich sehr guten Empfänger haben. Wir haben hier ein großes Display, das wirklich sehr scharf ist. Die Bedienung läuft wirklich also sehr flüssig. Wir können hier richtig schön rein und rauszoomen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig sehen kann. Wir können auch hier gleichzeitig Vollduplex-Betrieb machen, das heißt einen zweiten Empfänger zuschalten. Dann können wir hier oben ein Band, unten das andere Band verwenden. Duplex-Betrieb machen, Split-Betrieb machen, alles gar kein Problem. Oder ein zweites Band, eine zweite Frequenz einfach abhören oder können den zweiten Empfänger ja auch stumm schalten, den einfach
überwachen und schauen, ob sich dort im Spektrum irgendeine Änderung einstellt. Also wir haben hier ein wirklich gutes Gerät, muss man sagen, mit, ich würde sagen, Kinderkrankheiten, die aber allesamt softwarebedingt sind. Und das ist ja insofern ein Vorteil, denn Software lässt sich updaten. Und mittlerweile sind das schon, sind wir bei der Version 3.33 vorausgegangen, sind schon einige Versionen und es kommen ständig neue dazu. Für das Flexradio an sich, also den Transceiver und natürlich damit auch automatisch einhergehend auch für den PC. So, und dementsprechend darf man davon ausgehen, dass es weitere Funktionen gibt. Es besteht übrigens außerdem die Möglichkeit, das Gerät ist von Haus aus nicht für das 11-Meter-Band gemacht, dieses durch eine Frequenzerweiterung seitens Flexradio zu ermöglichen. Dazu benötigt man allerdings eine Lizenz. Kommen wir zum Fazit. Das Flexradio 6400M ist eher etwas für erfahrenere Funkamateure. Denn wer hier gewisse Vorkenntnisse im Bereich Amateurfunk bzw. im Umgang mit Transceivern mitbringen kann, der ist definitiv im Vorteil. Denn das Flexradio ist wahnsinnig umfangreich. Und ja, erstmal alles einzurichten, das bedarf schon etwas Zeit und ist nicht so einfach wie bei anderen Plug-and-Play-Consumer-Geräten, hätte ich beinahe gesagt, die man nur an den Strom anschließen braucht, Antenne anschließen und los geht es. Ganz so einfach ist es nicht, aber man wird hier letztendlich mit einem wahnsinnig großen Funktionsumfang belohnt, einer wirklich wahnsinnig schnellen Arbeitsweise des Gerätes, einem hochauflösenden Display, latenzfreies Arbeiten am Gerät und am Computer selber. Und da kann man schon den kleinen oder anderen softwareseitigen Fehler verzeihen, der dann auch, und das ist die gute Aussicht, ja möglicherweise früher oder später behoben wird. Insgesamt zu dem Preis von rund 4.000 Euro bei Funktechnik Date kann man sagen, dass der Transceiver relativ preiswert ist. Das soll erstmal ein anderer Hersteller so schnell nachmachen und aufgrund des guten Empfängers kann das Flexradio auch mit Geräten mithalten, die etwas teurer sogar sind. Also hier in diesem Preissegment eine klare Kaufempfehlung für SDR-Enthusiasten und die, die es mal werden wollen. Bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Über Kommentare und natürlich Ergänzungen würde ich mich in jedem Fall freuen. Dazu einfach unter das Video schreiben. Bis hierhin erstmal, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.